Siehst du das? Der Weg heim, Dorothy. Nun geh schon. Mach die Augen zu und spring in meinen Kopf. Wir machen eine Spritztour. Okay. Ist eigentlich irgendjemand von euch schon mittlerweile aufgefallen, dass er eine tote Katze auf dem Kopf hat? Der Finsterling, falls nicht, könnt ihr ja nochmal kurz zurückspulen. Ich habe es gerade eben erst jetzt bemerkt, aber ich glaube, es war schon immer so. Eine tote Katze auf dem Kopf. Ne? So, also, ich dachte immer, der Finsterling wäre ein Produkt der Finsternis. Ich muss es kurz noch aussprechen, sonst werden wir wieder gleich unterbrochen, so wie immer. Aber wie es scheint, hat der Finsterling tatsächlich seinen eigenen Kopf, also hat wirklich seine eigenen Gedanken und ist nicht ganz so abhängig von der Finsternis, wie ich es zuerst gedacht hätte. Außer es ist natürlich weiterhin alles eine Illusion. Der Schmerz muss nicht auszuhalten sein, Jackie. Hättest du meine Angebot angenommen, wäre dieses ganze Leid vermeidbar gewesen. Es dürstet mich danach. Ich brauche sie. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Geduld. Hilf mir! Verdammt zu sein. Sie nehmen sie! Schnell! Wird nicht viel mehr als ein Zucken sein! Wo ist Bruder Viktor? Er ist unten im Keller und erledigt diesen erbärmlichen Wirt. Alles klar, ich schätze, wir müssen in den Keller. Schnell, ich kann spüren, wie die Finsternis meinen Körper verlässt. Nichts kann die Bruderschaft aufhalten. Schon dabei. Schon dabei. Wie geil. Wir sind alle nur Werkzeuge der Finsternis. Nach dem Tod folgt nichts. Außer man dient der Finsternis. Gepriesen sei die Finsternis. Hier muss es echt dunkel sein. Ja, denk mal über die Sinnlosigkeit von all dem nach. Jesus, sind die laut. Hier muss es aber echt dunkel sein, dass sie nicht gesehen haben, wie ich ihren Kumpel mitten im Raum zerstört habe. Ich glaube deshalb. Ich kann es kaum erwarten, die Finsternis zu schmecken. Oh, ist ja der Wahnsinn, wie viel die labern hier. Zwei Relikte gibt es. Bruder Viktor hat versprochen, dass wir alle aus dem Grab... Halt dich so weit vom Licht weg wie möglich. Ja, ja. Okay, also zwei Sachen. Ich frage mich, ob ich mit Jackie die zwei Relikte hier finde. Sobald er befreit ist. Wo ist er? Ich dachte, die Fässer würden auf den Kerl jetzt drauffallen. Mist. Doch nicht. So, einmal hier. Deine Schwäche wird dich verraten. Ich sehe... Shit. Halt dich so weit von... Nein, oh! Die letzten Schritte, es hat nicht mehr ganz ausgereicht. Dammit. Okay, noch einmal. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Und das Zerstören bringt hier in diesem Fall gar nichts. Wir werden alt und beenden unsere bedeutungslosen Tage als geistige Babys. Warum ist er immer noch tot? Ach so, der Finsterling kann gar nicht wirklich sterben, stimmt. Bruder Viktor wird uns alle retten. Bruder Viktor wird uns alle in eine neue Zeit der Finsternis führen. Ja, ja, ihr alle seid doch wahnsinnige Fanatisten. Fanatiker. Dieser stinkt schon nach Essenz der Finsternis. Wollen wir lang? Wollen wir hier durch die Tunnel oder wollen wir irgendwo mitten durch den Raum? Was wäre hier denn schlauer? Vielleicht, wenn ich mitten durch den Raum gehe, habe ich eine höhere Chance auf Relikte? Wer weiß, vielleicht sind die ganzen Relikte mitten im Raum hier. Oder auch nicht? Ich kann es kaum erwarten, das brennende Fleisch des Wirts zu riechen. Ja. Wow, der hat mich aber leicht gesehen. Also hier ist es scheinbar nicht ganz so dunkel. Geh mal schön weg. Keine Lust nochmal zu sterben hier, damit das klar ist. Ah, hier war doch ein Licht. Ah ja. Go, 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 go. So, und jetzt? Nochmal kurz warten, bis das Licht angeht. Nochmal aus. Hallo? Achso, nein. Ach, das war die Stromleitung zu dem Licht. Achso, ich dachte, wir hätten das für irgendwas anderes ausgemacht. Scheinbar nicht. Da können wir gar nicht lang.
So. Huch. So viele Gänge. Und wo sind meine Relikte? Ich liebe Relikte. Oh, da bin ich. Ah, da bist du. Wieso haben die dich so weit oben aufgehängt? Etwas dramatisch, oder? Sie ist fast weg. Gut, halt durch, Jackie. Fast geschafft. Oh, ich liebe seine Kommentare. Wieso haben sie dich so weit oben hingehängt? Das ist ein bisschen zu dramatisch, oder? Ja, das ist wirklich ein bisschen dramatisch. Etwas, übertrieben. Wir sind ihre Kinder. Sie liebt uns. Sie hat es uns gesagt. Die Bruderschaft hat uns heimgeführt. Was war das? Nichts. Wo kann ich eigentlich sehen, wie sichtbar ich bin? Den Teufel gibt es nicht. Nein, hier nicht. Komm. Oh shit. Ich spüre etwas in der Nähe. Jetzt spürst du nichts mehr in der Nähe. Ich bin gerade irgendwie voll abgelenkt. Gerade jetzt hier in der letzten... Ah, sehr gut. Gerade jetzt hier so das letzte Level oder die letzten ein, zwei Level. Gerade eben den Kopf von irgendeinem Papst eingesammelt. Da stand gerade Papst irgendwas. Crazy. Du bist in der Nähe. Ich spüre dich. Gott, Ruhe, Jackie. Ich glaube, das liegt vor allem daran, also dass ich jetzt ein bisschen weniger geredet habe. Einerseits an der Action, aber andererseits glaube ich auch echt... Ich glaube, ich muss zu den Brettern, da kann ich nachher nicht hin, da ist es zu hell. Weil die Leute hier ständig reden. Die ganze Zeit herrscht irgendein Dialog. Die ganze Zeit labern die ohne Ende. Das ist der Wahnsinn, wie viel Luft die in den Lungen haben. Und dann... Jetzt dadurch, dass sie so lange geredet haben, habe ich irgendwie komplett vergessen zu kommentieren. Kann ich nicht sehen? Also nicht wirklich vergessen, aber nicht mehr so aktiv halt wie am Anfang. Spürst du es in deinem Bauch? Dort liegt die Seele. Was? Die Seele liegt im Bauch? Ah, am Licht ist es die da. Finsternis. Oh, Jesus. Hoppala. So, schnell. Ja, Ruhe. Immer mit der Ruhe. Hier ist nichts. Der Bereich ist hier ein bisschen zu groß. Ich bin gerade zu geil auf... Oh, Jesus. Zu geil auf Relikte. Oh, shit. Die können... Die werfen auch mit Licht nach mir. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist zu hell. Zu hell. Na, komm, ruh dich aus, mein Finsterling. Komm ums Eck, damit ich dich killen kann. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Dich hole ich mir. Ich weiß nicht mal, warum ich das tue. Ich glaube, ich habe keinen besonderen Vorteil, wenn ich das mache. So, jetzt habe ich hier alle getötet, weil ich dachte, oh, der Raum ist so groß, da muss irgendwas sein. So reliktmäßig, aber scheinbar doch nicht. Ja! Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss sie in mir spüren. Jetzt! Fast geschafft. Nicht zu weit, Jackie! Oder Jenny brennt für... Jackie! Ja, wir haben die Finsternis. Die Macht des Grals ist vollkommen. Was? Really? Nein! Gib sie mir zurück! Ach, das war schon alles. Oh, oh. Deine Zeit mit der Finsternis ist vorbei. Du hattest deine Chance. Und wie alle Staccatos vor dir hast du versagt. Lois Peevish, es ist Zeit, die Früchte unserer Arbeit zu genießen. Oh, Scheiße. Verbrennt ihn, damit die Finsternis nicht in den Wirt zurückkehren kann. Macht es schmerzhaft und langsam. Und jetzt kriegt der Irre die Finsternis. Es ist Zeit für dich zu sterben. Der Irre. Oh, shit. Scheiße. Wo bist du? Auf dem Weg. Halt durch. Ja. Ja.
Hör auf, so zu schnaufen, du Pussy. Wenn du vom Pferd fällst. Wer ist da? Entschuldigung, Verzeihung, darf ich mal? Darf ich mal vorbei? So. Ich höre deinen Schrei wie ein Flüstern unter meiner Haut. Hallo? Mann, was ist das denn? Oh, Mann. Kuh. Keine Reaktion. Ich dann halt nicht. Es muss echter Zucker sein. Du hattest bereits ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Das ist mir hier gerade ein bisschen zu hell. Wer macht... Muss ich ganz ehrlich sagen. Also reißen wir ihm den Kehlkopf kurz raus. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade eben runter reingefallen bin. Könnte sein, dass ich gerade volles Rohr was verpasst habe. Wie eine leere Hölle. Ich werde in deine Asche pissen. Nichts wirst du. So, schnell, dreh dran, dreh am Rad. Oh, scheiße. Oh, gerösteter Jackie. Jay, ich muss... Leck mich fett, du siehst aus wie ein Kaktus. Victor hat die Finsternis im Gral. Wir müssen die Finsternis befreien. Oder wir verpissen uns nach Vegas und lassen die Sau raus, Äffchen, wir sind frei! Solange die Finsternis da drin gefangen ist, ist auch Jenny gefangen. Es gefällt mir nicht. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss die Finsternis retten. Leck mich fett, du siehst aus wie ein Kaktus. Die Freiheit war lustig, solange sie anhielt. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt als nächstes auf uns zukommt. Da waren ja so einige Soldaten wieder, die wir jetzt wahrscheinlich alle Stück für Stück aus dem Weg räumen werden müssen. Und das ohne die Finsternis. Hier drüben, Äffchen! Das kann unter Umständen sehr lustig werden. Ich würde gerne ihn nochmal ein bisschen weiter steuern, weil ich habe mit ihm mehr Freiheiten als mit Jackie. Als mit Jackie im Licht. Wieso kommt mir das hier bekannt vor? Weiß ich nicht. Ist das das Layout von dem Irrenheim? Nein. Hä? Was ist zum Teufel das? Oh? Das ist das Büro meines Vaters. Was machen diese Arschlöcher im Haus meines Vaters? Yep, du bist zu Hause, Kumpel. Müsste mal Staub gewischt werden, wenn ich das so sagen darf. Das war die alte Waffe meines Vaters. Er war ein Sammler. Ja, er hatte Waffen gesammelt. Und Finsternisreliquien. War ein Experte auf dem Gebiet. Und das hat ihm wirklich geholfen. Er hat versucht, dir zu helfen, Äffchen. Jetzt könnt ihr mal die tote Katze auf seinem Kopf anschauen. Die gehäutete Katze. Ach, das war ein Relikt. Ach, sehr gut, dann haben wir jetzt alle zwei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Gewehr meines Vaters also, echt? Modell 1887. Das ist wirklich ein Klassiker. Na, wenn das jetzt keine Insta-Gib-Waffe ist, bin ich enttäuscht. Okay, hier sind so einige. Nein! Es ist der Mist! Hast du das gehört? Nein, tötet nicht instant, ist aber trotzdem schön stark. Oh, zeig dein Gesicht, schöner Mann! Zeig dein Gesicht, schöner Mann! Mehr hast du nicht zu sagen! Ich spüre was. Der Vorteil... Wo bist du hin? Ohne die Finsternis im Gepäck ist, dass ich wirklich einfach ganz normal ins Gesicht laufen kann. Ich laufe den Leuten ins Gesicht. Nein, dass ich ganz normal ins Licht laufen kann, ohne irgendeinen Nachteil, ohne dass alles anfängt zu verschwimmen. Scheiße! Wir sein Blut. Aufhören! Gott, ist das Gewehr geil. So. Ah, bisschen Munition hier. Jetzt muss ich alle Kerle aufräumen, die ich das letzte Mal vorhin nicht getötet habe. Unterstützung! So. Er besitzt die Finsternis!
Gebt mir Deckung, meine Brüder! Er besitzt die Finsternis. Es ist der Träger! Leute, ihr seid nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Dieser hier trägt die Finsternis! Nein, nicht mehr. Leute, Leute, ihr müsst echt mal wieder hier so ein bisschen euch erkunden bei eurem Chef. Erkundigen, Entschuldigung, ich habe das schon wieder verwechselt. Ich auch! So, wo müssen wir als nächstes hin? Da lang? Nein, dann gehe ich natürlich hier lang. Ach, hier ist eh nichts. Okay. So. Den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, das ist es. Gib sie mir. Ich brauche sie. Ah, ich bin beim Peevish. Der Typ, mein Nachfolger, ist hier. Holy shit!